Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 46. Spielzeug. Spielzeug ist etwas, das alle Kinder glücklich macht. Und etwas, mit dem sie lernen und sich entwickeln können. Es gibt viele verschiedene Arten von Spielzeug. Zum Beispiel Puppen oder Autos, Bälle oder Bausteine, wie zum Beispiel Lego. Jedes Kind hat eine andere Präferenz, aber allgemein lieben alle Kinder Spielzeuge. Mein Lieblingsspielzeug war der Ball. Ich habe immer gerne mit einem Ball gespielt, egal ob ein kleiner Ball oder ein großer Ball. Es ist wichtig, dass die Eltern ein Spielzeug für ihre Kinder finden, das sowohl ihrem Alter als auch ihren Interessen entspricht. Wenn Kinder zu jung für bestimmte Spielzeuge sind, können sie gefährlich sein und zu Verletzungen führen. Deshalb haben Spielzeuge fast immer eine Altersempfehlung. Und es ist wichtig, dass Eltern diese Altersempfehlung auf den Verpackungen der Spielzeuge beachten. Spielen hilft Kindern auch dabei, soziale Fähigkeiten zu entwickeln. Zum Beispiel können sie lernen, wie man Dinge teilt und wie man mit anderen Kindern interagiert. Die Eltern können auch mit ihren Kindern spielen und interagieren und so die Bindung zu ihnen stärken. Wenn man ein Spielzeug für sein Kind kaufen möchte, gibt es viele Orte, an denen man Spielzeuge finden kann. Es gibt sogar spezielle Spielzeugläden. Es gibt natürlich auch Online-Shops oder sogar Second-Hand-Läden. Beim Kauf eines Spielzeugs sollten die Eltern darauf achten, dass die Qualität gut ist. Spielzeuge mit geringer Qualität gehen nämlich schneller kaputt. Das heißt nicht, dass das Spielzeug besonders teuer oder besonders groß sein muss. Manchmal freuen sich Kinder sogar mehr über ein sehr simples Spielzeug. Was war früher dein Lieblingsspielzeug? Schreibe es mir in die Kommentare. Neue Vokabeln. Sich entwickeln. To develop. Arten. Types. Puppen. Dolls. Allgemein. In general, egal ob
no matter if. Entsprechen, to be equivalent to. Gefährlich, dangerous. Verletzungen, injuries. Die Altersempfehlung, age recommendation. Soziale Fähigkeiten, social skills. Teilen, to share. Sogar, even. Na, hast du alles verstanden? Wenn nicht, vielleicht helfen dir meine Transkripte. Du kannst sie auf meiner Patreon-Seite finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening, as always. I hope you also enjoyed this episode. If so, please don't forget to give it a thumbs up, subscribe my channel, and leave me a comment down below. See you in the next episode. Tschüss und bis bald.